Sinn zeigt regelmäßig neue Uhren und auch dieses Jahr im Frühjahr war es soweit. Heute zeige ich euch die 7 Neuerscheinungen, die Sinn dieses Jahr im Frühjahr präsentiert hat. Und zwar handelt es sich dabei um den EZM 1.1 in Schwarz, eine U50 in Schwarz mit blau verlaufendem Ziffernblatt, eine 103 in einem Titangehäuse und 4 Varianten der 556 mit farbigen Ziffernblättern. Alle 7 Uhren konnte ich mir heute in Real anschauen und muss sagen, ich war in mehrerer Hinsicht überrascht und das möchte ich euch in diesem Video etwas näher bringen. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute zeige ich dir die 7 Neuheiten von Sinn, die ich heute tatsächlich einmal real in live befingern und beschauen konnte, mit ein paar Eckdaten und meinen Eindrücken ein paar Live-Fotos, so dass ihr vielleicht einen besseren Eindruck von der Uhr bekommt, als es die reinen Produktfotos von Sinn auf der Webseite erlauben. Mir geht es zumindest immer so, dass die Uhren in real mit richtigen Live-Fotos ganz anders wirken als auf den Produktfotos von Sinn. Beginnen möchte ich mit der 103 TAR. Die 103 ist eine bekannte Uhr aus der Serie 103, allerdings mit einem Titangehäuse und der Schutzgasfüllung AR. Im bekannten 41 mm Gehäuse, am Leder für 2.550 Euro, am Silikon für 2.920 Euro und am Stahlband für 2.850 Euro waren es. Die Größe muss man natürlich mögen, 41 mm ist für mich persönlich eine ideale Größe. Hinzu kommt, dass die Gewichtsverteilung bei dem Titan fantastisch ist. Ich habe mich übrigens vertan, am Massivband kostet die Uhr 2.870, nicht 850 Euro. Das hier gezeigte Canvasband passt meiner Meinung nach sehr gut zu der Uhr, trägt sich auch komfortabel. Allerdings würde ich bei dieser Uhr, insbesondere da es sich um Titan handelt, ganz klar das Titanband vorziehen, weil es einfach ganz toll zur Uhr passt und auch nicht übermäßig Gewicht hinzupackt aufgrund des Titans. Hier könnt ihr nochmal die Bauhöhe der Uhr sehen. Das ist eben typisch 103. Jeder, der eine 103 hatte oder sich dafür interessiert, weiß, dass die Uhren hochbauen. Teilweise ist das dem Sellita SW500 geschuldet, beziehungsweise dem Valjoux 7750 und natürlich dem gewölbten Glas auf der Vorder- und Rückseite. Die zweite Uhr, die ich euch zeigen möchte, ist der EZM 1.1S, limitiert auf 500 Stück mit einem Durchmesser von 43 mm, eine durchaus sehr präsente Uhr. Sinn bietet sie auf der Webseite offiziell nur am Leder an für 4.980 Euro. Ich bin mir aber relativ sicher oder meine gehört zu haben, dass man optional auch ein schwarzes Stahlband bekommt und dann liegt die Uhr bei rund 5.400 Euro. Diese Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr interessant, insbesondere auch, weil sie ein Lefty ist mit Krone und Drückern auf der linken Seite. Sie hat eine ganze Menge Sinntechnologien verbaut, sie ist limitiert und sie ist auch eine Reminiszenz an die EZM 1 und andere Uhren. Alles das verstehe ich, allerdings habe ich für mich persönlich beschlossen, keine 4.000 Euro für diese Uhr auszugeben. Sie ist es wahrscheinlich ganz nüchtern betrachtet wert, aber sie ist es eben mir nicht wert. Ich weiß, viele Sammlerfreunde sind begeistert von der Uhr, haben sie innerhalb von Stunden bestellt und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht diese Uhr auch relativ schnell an ihre Limitierungsgrenzen.
Also, wer noch eine haben möchte, sollte nicht allzu lange nachdenken, auch wenn das angesichts des Preises vielleicht eine Herausforderung ist. Die dritte Uhr ist ebenfalls limitiert auf 500 Stück, und zwar ist das die U50 schwarz mit dem blau-schwarzen Ziffernblatt. Durchmesser liegt U50 typisch bei 41 mm. Am Lederband 2450 Euro, am Silikonband 2840 Euro und am Stahlband 2750 Euro. Ich habe die Uhr heute am Arm gehabt und es ist wirklich perfekt meine Größe. Von der Größe her absolut ein Traum. Das Band sowie die Uhr sind natürlich tegmentiert, so wie alle Uhren, die sind schwarz-Hartstoff beschichtet. Das Ziffernblatt ist super klasse gearbeitet, sehr sauber, sehr schön. Ich persönlich hätte diese Uhr viel lieber in einem Stahlgehäuse gesehen, was nicht beschichtet ist. Aber im Austausch mit Sammlerfreunden habe ich erfahren, dass diese Uhr wirklich extrem gut ankommt. Und auch meine Frau war begeistert von dieser Uhr. Es gibt also ganz bestimmt viele, die genau diese Kombination mögen. Für mich persönlich, wie gesagt, hätte ich sie lieber in der Stahlbandvariante gehabt. Vielleicht kommt sie noch. Die 41 mm könnten mir echt gefährlich werden, aber dann wüsste ich nicht, ob ich meine U1, die ich ja nun schon sehr lange habe, sehr gerne getragen habe, weiterhin auch so gerne tragen würde, weil ich sehr genau weiß, dass die U50 mit dem kleineren Gehäuse etwas leichter, etwas flacher für mich die angenehmer zu tragende Uhr wäre, obwohl die U1 für mich ein Erinnerungsspeicher ist, unheimlich viele schöne Erinnerungen gespeichert hat. Schauen wir uns die letzten vier Uhren an und hier handelt es sich um Uhren aus der Serie 556. Jede einzelne ist auf 400 Stück limitiert. Sie unterscheiden sich durch die unterschiedliche Farbe im Ziffernblatt. Wir haben Karneolrot, Smaragdgrün, Aquamarinblau und Zitrinengelb. 38,5 mm im Durchmesser. Auf der SINN-Webseite aktuell nur am Canvasleder angeboten für 1290 Euro. Da die Serie 556 aber eine Standardserie ist, wird es die klassischen 2- und 5-gliedrigen Bänder garantiert im Zukauf geben, sodass man sich diese Uhr auch auf ein Stahlband aufrüsten kann. Die Aquamarinblaue ist bereits im Direktverkauf bei SINN ausverkauft. Allerdings gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sie noch über Depots beziehen kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, unterstützt SINN dabei auch, Depots zu finden, die gegebenenfalls noch eine Aquamarinblaue im Angebot haben. Die Farben fand ich sehr schwer einzufangen. Hier habe ich sie nicht hundertprozentig getroffen. Ich zeige euch gleich nochmal einige Aufnahmen, von denen ich denke, dass sie die Farbe am besten wiedergeben. Die Ziffernblätter sind übrigens etwas metallisch gearbeitet. Sie glitzern etwas. Wirklich sehr schön. Ich war anfangs überhaupt nicht angetan von den farbigen Ziffernblättern. Nach dem Live-Eindruck muss ich sagen, diese vier Uhren sind für mich persönlich das Highlight der Neuerscheinungen. Ich bin normalerweise überhaupt nicht der Typ, der so auf Farbe steht und bunt und modisch, aber diese Uhren, die haben wirklich was und ich fand sie richtig klasse. Sogar die Farben Aquamarin Blau ist meine Lieblingsfarbe, aber auch das Zitrinengelb und das Karneolrot. Echt klasse und sehr gelungen. Mein Favorit wäre zwar die blaue, aber die ist im Direktvertrieb bereits ausverkauft. Und da ich schon an der einen oder anderen Ecke zugeschlagen habe, werde ich es mir verkneifen, hier noch einmal zuzuschlagen. Aber ich kann nur noch einmal sagen, wenn ihr nicht sicher seid, ob die Farben etwas für euch sind, ob ihr die Farben mögt, dann versucht, die Gelegenheit wahrzunehmen, sofern ihr sie habt, und schaut sie euch in real an. Mich haben die Uhren wirklich begeistert.
Ja, hier nochmal ein kurzer Überblick. Die 7 Neuerscheinungen im Frühjahr 2022. 103 TAR, EZM 1.1S, U50 SBS und vierfarbige SIN 556. Wenn euch solche Überblicke gefallen und ihr Interesse daran habt, auch weiterhin von mir informiert zu werden, ein Daumen nach oben hilft mir, ein Abo, sofern noch nicht geschehen, hilft mir noch mehr. Ja, das war's für heute. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.